Grüßen Sie hier auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik, in der Bundesstadt Erfurt. Ich freue mich, dass Sie meine Einladung angenommen haben zu unserem Treffen. Ich wünsche Ihnen einen recht angenehmen Aufenthalt. Ich danke Ihnen sehr für die Begrüßung, auch dafür, dass Sie gutes Wetter besorgt haben. Daran soll es nicht liegen. Danke sehr. Hier am Bahnhofsplatz hat die Menge die Polizeisperre durchbrochen. Zuerst hatten eine kleine Zahl von Polizisten sie zurückhalten können. Es gab noch mehr Gedränge, Geschiebe, Gerufe. Dann wurde eine Straßenbahn vorgefahren. Die Leute wurden endgültig unruhig. Und nun ist die Polizeisperre durchbrochen, nachdem die Straßenbahn zurückgezogen werden musste, weil so viele Leute geschrien haben, weil so viele Leute protestiert haben. Dankeschön, guten Tag. Und hier kennen uns die Leute vom Westdeutschen Fernsehen natürlich auch und haben uns hier gesehen. Dankeschön, ja. Und sind jetzt also hier durch die Sperre durchgekommen und sind jetzt näher herangekommen an die Stelle, wo Willy Brandt vorbeigehen wird. Man wird ihn dennoch kaum sehen können, aber etwas besser als vorher und schon lange besser, als wenn die Straßenbahn davor gestanden hätte, die nun wieder abgezogen wurde. Das Gespräch bisher kann man nur als sachlich bezeichnen. Und zwar als äußerst sachlich, wie es der Natur der beiden Regierungschefs entspricht. Wenn man die Herren sieht, weiß man schon gleich, dass Sachlichkeit und Nüchternheit ihr hervorstechendes Merkmal ist. Das ist das eine. Weiter kann ich nur sagen, dass es eine mich überraschende, aufgelockerte Atmosphäre gleich herrscht. Was erhoffen Sie persönlich von der Begegnung der beiden Regierungschefs? Eigentlich nicht viel. Ich hoffe nur, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Wir wünschen viel. Darf ich Sie fragen, was erhoffen Sie persönlich von der Begegnung der beiden Regierungschefs? Ich eigentlich nicht viel. Ich glaube, es kommt nicht viel bei raus. Was erhoffen Sie sich persönlich von der Begegnung? Menschliche Erleichterung und Anerkennung. Wer sagt denn das? Augenblick mal. Und wir haben vollständige Bewegungsfreiheit hier in Erfurt. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir werden aber die unsere Meinung frei äußern können, ja? Wir fragen ja nichts Ungesetzliches. Sie haben sie unterschrieben, ist klar. Wer hat sie unterschrieben? Sie sind akkreditiert. Ja. Und dann ist Schluss, ja. Das eigentliche Ergebnis besteht in zweierlei. Erstens, das ist das Konkrete, wir treffen uns wieder am 21. Mai in Kassel. Das ist das politisch Wichtigste. Und das Zweite ist, wir haben doch wohl beide, hoffe ich, etwas mehr verstanden von der Argumentation des anderen. Ich halte es für nützlich. Die gegensätzlichen Auffassungen sind offen zutage getreten. Das war für uns keine Überraschung und wahrscheinlich für Herrn Brandt auch nicht. Ich halte das Treffen für nützlich, weil wir immer dafür waren und sind, dass nicht durch Revanchepolitik Gefahren heraufbeschworen werden. Wenn es allein an uns läge, so könnte schon das heutige Erfurter Treffen dazu beitragen, diese Besprechungen in echte Verhandlungen über die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland auf völkerrechtlicher Grundlage hinüberzuleiten.